Kontrollen die Scheiße aus diesem Spiel. Alright, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge von Case Clicker Jackpot. Nicht CSGO, sondern Case Clicker. Verwechselt viele irgendwie in letzter Zeit in meinen Kommentaren. Letzte Folge war super. Sehr viel verloren, sehr viel gewonnen. Eine richtige Risikorunde war das. Aber dieser Jackpot sieht so arschlangweilig aus, der gerade hier reinkommt. Einzig Gute sind zwei Knives, die ich schon mehrmals habe. Deswegen... Ich habe sehr viele Stickers geholt. Gerade mal eben geschnappt. So viele sind das ehrlich gesagt gar nicht. Aber es reicht, um ein paar Runden Jackpot zu spielen. So mehr Items man kriegt, desto schwieriger wird es echt, hier die Übersicht zu behalten, wo die Drecks-Items sind. Echt? Davon habe ich nur so wenige. Fast 20.000 ausgegeben für Cups und guck mal, ich bin nur runter auf 45.000 und ich habe da echt nicht, ich hatte irgendwie mal mehr. Irgendwie hatte ich mal mehr. Ey, scheiß Pascha ist. Schon habe ich die Virtuous Pro Sticker fast alle verballert. Das war jetzt fast über eine Stunde Kapseln aufmachen. Ja, war super. Langweilig. Die letzten paar Jackpots waren super und jetzt kommen zwei hintereinander, die total nutzlos sind. Beziehungsweise für mich nutzlos sind. Für euch sind das wahrscheinlich noch die geilsten Items ever. Beziehungsweise für einige von euch, aber für mich... Ja, bin wer dann wat, oder wie man so schön sagt. Der Lightning Strike ist dabei. Irgendwie habe ich gefühlt gar nicht so viele Sticker. Was habe ich gerade die ganze Zeit aufgemacht? Guck mal, ich packe 10 von denen rein und schon sind die fast weg. Es ist komisch. Es ist auch komisch. Ich habe wahrscheinlich schon über 3000 von den Dingern aufgemacht und, ja, war schon. Und Kappa in your face. Da grinst er mich noch an, ey. Gut, mit der Gewinnchance ist das auch kein großes Wunder, aber naja, muss nicht sein. 712, yes. Das hört sich nach einem guten Karambit oder in der Tiger Tooth Stat-Track an. Oh, es ist ein Karambit Fate. Ich krieg die Non-Stat-Track irgendwie in letzter Zeit so oft. Und bei den Bots steht natürlich Bot. Das sind alles Bots, aber warum steht bei dem gerade jetzt Bot Joe? Und Pascha Bizeps geht mit einem Blue Steel rein. Ja, ist klar, Pascha. Du denkst, du bist auch der geilste Shit auf der Sonne, wa? Okay, nur das eine Karambit ist okay. Aber überhaut mich jetzt nicht so weg. Wäre geil, deswegen gehe ich doch schon mit ziemlich teuren Items rein. Machen wir mal eine zweit- bis drittbesten Items, und zwar eine Menge Vox Eminor, fast 30%. Und okay, let's roll it. Roll it. Come on, Game. Gib es mir. Ich war artig. Yes! Yes, noch ein Karambit Fate. Wo sind die Dinger mit dem Stat-Track? Ich brauche noch 5 mit Stat-Tracks, aber ich kriege inzwischen so viele mit dem normalen für $712. Jesus Christ. Es ist jetzt schon die zweite Folge, wo ich einen Karambit Fate mit $720 ziehe. 712. In der letzten Folge habe ich gleich 3 Karambit Fates gesammelt. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt. War lustig, war spannend. Hab all in, hab mein ganzes Inventar riskiert und wahrscheinlich auch meine ganze Karriere, Case-Clicker-Karriere. Case-Clicker. Komm schon. Packt mal ein paar Fates Stat-Track rein. Fates Stat-Track. Do it. Ich hab's im Gefühl, es muss jetzt bald kommen. Wir hatten jetzt so oft schon die Karambit Fates ohne Stat-Track drin. Muss jetzt einmal eine Runde kommen mit einer Stat-Track. Aber diese Runde ist es nicht. Wir haben einen Damaskus-Stil für 200, eine Haul für 400. Olofmeister geht mit 3 Items rein. Mutig. Ein M9 Bayonet für 400. Und ein Tiger-Tooth für 400. Ist okay. Nicht der geilste Shit. Sag mal, $800 gehe ich rein. 15%. Roll it, baby. 15% ist okay. Ist aber auch nichts Geiles drin in dem Jackpot. Wäre ganz nice. Und es ist ein Splasher mit einem offenen Hand und einer Kippe im Mund. Wahrscheinlich war das gerade irgendein CSGO-Profi und gleich kommen wieder so ein paar Penner an und sagen, das ist, geh mal doch in die E-Sports-Szene. Das ist voll geil. Das ist das echte Leben. E-Sports, CSGO. Das ist cool. Und Case-Clicker, scheiße. Dumm Penner. In letzter Zeit habe ich so viele davon. Das ist echt ein bisschen nervig. So nervig wie ein lahme Jackpot-Runden, die das Game uns liefert und eigentlich nichts reinlegt, was wir wollen. Das ist seit lang, glaube ich, die beschissenste. Hier ist ja gar nichts. Null. Weil da gar nichts drin ist. Sollte ich die Whiteout? Ich weiß gerade gar nicht. Kann man die Whiteout auf irgendwas Geiles traden? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Oh, die Radiation Hazard. Ja, die mag ich ganz besonders. $300 in einen beziehungsweise Extreme Jackpot. Ist mutig. Kam da gerade was für $1000 rein? Ich habe gerade nicht ganz hingeguckt. War da ein $900-Item drin? Das wäre es noch, wenn jetzt in der letzten Sekunde ins Fate Karambit reingegangen ist und ich das nicht gesehen hätte.
Beziehungsweise ich habe ja schon mein Ding reingelegt, aber das wäre jetzt ärgerlich. Sehe ich nachher in der Aufnahme? Ja, nur Durchschnitt, so wie es aussieht. So, 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 so. Ein Tiger-Tooth ist drin. Mal schauen, wenn was wird, ist okay, wenn es nicht, ist auch okay. Und es wird nix. Der GMX E-Mail, der ins gewinnt. Genau. Ah, bisher wirklich nur eine gute Runde, oder? Da, wo die Karen B drin war, bisher sind die anderen gar nicht so geil. Nächste Runde, nächster Schrott. Ein Damaskus-Stil ist drin, das ist aber der Rest. Flip-Knife. Vergleichsweise viele Knives, aber die nicht wirklich viel wert sind. Zieh, 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 zieh. 7%. Das wird was, das wird überhaupt nichts. Oh, $512 sind reingeflossen. Das ist okay, weil ich jetzt keine Hoffnung habe, dass es eins der Knives ist, die ich brauche. Es ist ein M9 Bayonet Slaughter fürs mit Stat-Rack. Ich hab's, glaube ich, noch nicht, oder? Nep, ich hab's nicht. Also ein neues Familienmitglied, wenn wir das gewinnen. Das ist mir ein bisschen was wert. Neues Knife, das ich noch nicht habe, ist immer was wert. Weil das eigentlich auch nutzlos ist. So, $2000. 33%. Ist nicht ohne. Ein neues Knife. Ein M9 Slaughter Stat-Rack. Eines der besseren Runde in dieser Folge. Und wir ziehen. Wir vertrauen auf das Game. Wir vertrauen auf das Game. Ich schaue nicht hin. Ihr könnt's ja schon sehen. Ich nicht. Okay. Und yes! Yes! Sehr schön. Der Rest ist so lala, aber ein M9 Stat-Rack Bayonet, das erste, was ich hier habe. Und es ist ein gutes Ding. Die Runde danach ist wieder so lala. Wir haben ein Shadow Dagger Stat-Rack. Aber leider nicht Factory New. $200, alles Durchschnitt. Wir gehen mit $1000 rein, 17%. Und rollen die Scheiße aus diesem Spiel. Cool. Und ich bin nicht mal in Sichtweite. Doch, ich bin in Sichtweite. Aber der fucking Olaf-Meister gewinnt. Doch das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ist schon wieder Futter für irgendeinen Hater. Vollkommen durchschnittlicher Jackpot mit 12%. Ich lass uns schnell hinter uns bringen. Guck nicht mal weg, ob das jetzt hier ein Leck drin ist oder nicht. Ich glaube, es hat geleckt. Ich glaube, ich gewinne. Oh hey, oder auch nicht. Der Crazy Dude mit der Axt. Was ist das für ein Bild, ey? Zwei $500-Items sind reingegangen. Das sieht schon mal vielversprechender aus. Wir nähern uns auch schon auf die 5000-Grenze zu. Come on. Noch 900-Item. Noch 900-Item, dann bin ich echt glücklich. Da sind auch die Zuschauer glücklich. Alle sind glücklich. Aber nein, die letzten Slots werden für Schrott ausgegeben. Okay, wir haben ein Marble Fade. Ist okay. Habe ich schon mehrmals. Ein Doppler M9 Stat-Track. Ist auch okay. Ein Damaskus-Stil. Ah ja, ist okay. Ist okay. Ich werde jetzt aber hier nicht aus dem Häuschen gehen, nur weil das hier so ein Ding ist. 10 Vox Eminor. Ist fast eine 30%ige Chance. Rollen die Scheiße aus diesem Spiel. Es ist jetzt hier nicht der geilste Jackpot. Ein paar gute Dinger sind drinne, aber es ist das fucking Kappa Face. Eine gute Ausbeute. Wir haben eine gute Ausbeute. Schlecht war es nicht. Wir haben ein paar nette Knives gefunden. Auch nette Knives, die ich noch nie hatte. M9 Slaughter reiht sich jetzt schön zwischen das Tiger Tooth und das von Marble Fade ein. Die eigentlich alle Factory New. Ne, sind die nicht, ne? M9 Bion Tiger Tooth Factory New wäre nicht schlecht. Ah, das ist schon Factory New. Okay, das Marble Fade Factory New habe ich aber durch den Trade erhalten. Das ist hier weiter oben. Gutes Messer. Sehr gutes Messer. Meine 5... Nee, inzwischen schon. 7 Karen mit Fates ohne Stat-Track. Das ist geil. Das ist geil. Aber meine Schätzchen sind immer noch hier oben. Eine gute Folge, Jackpot. Nicht die beste, nicht die schlechteste, aber gebt auf jeden Fall mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir auf Facebook und Twitter, wenn ihr immer auf dem neuesten sein wollt, was mein Trading-Namen angeht. Der ist ja in letzter Zeit tatsächlich sich geändert. Der ist jetzt BigRay30. Auf den alten bitte nichts mehr bieten, weil ich habe die Geräte gewechselt auf dem Tablet. Auf dem Tablet kann ich viel besser aufnehmen, deswegen macht mir das eigentlich mehr Spaß, da zu spielen. Aber ja, oben links auf das i klickt. Dort findet ihr natürlich weitere Case-Clicker-Folgen, die wir auch noch geil sind. Zum Beispiel die letzte. Unbedingt anschauen und gebt mir Flosse. Flop!